So, moin moin Leute, Cooldown, 12. Spieltag, heute Morgen endlich um 7 Uhr wieder die Manchester United News und heute Abend wie immer montags 20 Uhr, Cooldown Part 1, Classic und Interactive vom Kicker Manager Part 2, das Ergebnis-Tippspiel plus Top 11 Spiel und ich verrate euch bei den beiden Spielen, für alle, die so vielleicht ein bisschen hinten dran sind, ein bisschen hinterher hinken, überragende Chancen, dieses Mal weiter nach vorne zu kommen, weil es war durch die Bank weg ein Katastrophenspieltag. Nicht nur, aber leider Gottes auch bei mir. Aber fangen wir an mit Part 1. Part 1 macht als erstes Kicker, Manager. Wir fangen an mit Interactive. Kurzer Jubel für mein Team. Ein Punkt und danke raus an Grimaldo. Und dann bin ich schon still, was mein Team betrifft. Ansonsten ist es nämlich wirklich katastrophal, was bei Classic bei mir abläuft. Schauen wir uns die Tabelle an. Spieltagssieger Johannes Mahle mit 22 Punkten. Und ich sehe gerade, Evo hat sich neu angemeldet und hat gleich einen zweiten Platz geholt. Shoutout raus an dich, Evo. Schauen wir uns ganz kurz einmal dein Team an, weil du neu mit dabei bist. Baumann und Nikolas gleich zwei Torhüter, wo mir komplett einer fehlt. Hast du gleich zwei Torhüter mit Grimaldo, Henrichs, richtig schöne Abwehr. Kader Jabeck auch voll in Ordnung. Mittelfeld, muss man gestehen, sparst du dir mit Beste und Palacios. Sind zwei Picks, die absolut okay sind für den Preis. Der Rest ist wahrscheinlich finanziert, oder die Gelder wurden aufgehoben für Harry Kane und Boniface. Genau, wenn man sich auf jeden Fall in dem Spiel keinen leisten will, dann muss man mit so einem Mittelfeld antreten. Aber scheint nicht ganz erfolglos zu sein. Johannes Mahle, du warst schon öfter vorne mit dabei. Du bist der Spieltagssieger, deswegen dein Team nochmal ganz kurz mit Kevin Müller, Grimaldo, Benzebaini, Pacho. Eigentlich eine gute Abwehr. Benzebaini, der echt hinterherhängt, wie ich finde. Auch Mittelfeld geil mit Röhl auf der Bank, Frührich, Honorar, Mio, Sabitzer, Beste, Schwanscharer, Wind. Das Gegenteil eigentlich von Evos Team, muss ich sagen. 4 Punkte mehr. Witzig, dass beide gerade auf Platz 1 und Platz 2 stehen. Hier ein Team, wo eigentlich fast alles doppelt besetzt ist. Also selbst Paccarada und Röhl von der Bank, Spieler, die eigentlich punkten könnten. Genau, während Evo halt auf Harry Kane und Boniface sitzt. Und ein Grimaldo war es, glaube ich, und ein Henrichs. Spannend. Also gibt es two ways, um hier erfolgreich zu sein. Schauen wir uns die Top 5 an. Sehen hier bei Evo ist mit 9 mit dabei, mit 285 Punkten. Schön, dass du mit dabei bist. Jürgen Plefka mit 285 Punkten, Marsha Driesch mit 302 Punkten, Chefcoach mit 319 Punkten und Stefan Driesch nach wie vor mit 333 Punkten ganz oben mit dabei. Da wir schon öfter alle Teams gezeigt haben, will ich da gar nicht weiter drauf eingehen. Stefan, dein Team haben wir schon so oft gesehen. Wir könnten einen kurzen Blick noch auf die Gesamtwertung gucken. Jonas mit 47 Punkten, Platz 1, Spieltagssieg mit Nübel, einen starken Torwart, Frimpong, krass. Frimpong, Grimaldo, Tah, überragende Abwehr. Tah, wenn er nicht spielt, sogar ein Ito, der spielen kann. Das ist schon richtig krass. In dem Mittelfeld, ah ja, hier wird auch ordentlich gespart. Genau, hier haben wir noch einen Rocco Reitz. Und dann gehen wir mit Undav, Wind und Richter im Sturm. Witzig. Auch hier so ein Mittelfeld, wo wirklich, hier haben wir gerade noch einen Spieler, der spielt. Also, ich bin gespannt, wie mein Team nächstes Jahr bei Classic aussieht. Und insgesamt 416 Punkte Stefan Höhn. Schauen wir uns mal dein Gesamtteam an mit Gral, auch ein Torhüter, der, auch hier einfach kein Torhüter, komplett ohne Torhüter einfach mal zu gehen. Interessant, mit Grimaldo natürlich einen starken Abwehrspieler, mit Pacho auch. Sané, Xavi, Olmo ist natürlich krass, aber Olmo verletzt. Girassi, Boniface natürlich auch top. Also Stefan Höhn erlaubt sich mit einem Olmo, mit einem Girassi, die auch verletzt waren, beziehungsweise Olmo, der immer noch verletzt ist und auch länger versetzt sein wird, immer noch Rang 1 in Gesamtwertung Classic. Finde ich krass. So, dann schauen wir kurz rüber zu Interactive. Ist nicht schöner bei mir. 32 Punkte. Einfach mittlerweile ein Team zum Vergessen. Gibt genug Transfers, die ich tätigen werde, die ich tätigen möchte in der Winterpause. Habe schon richtig viele gute Ideen. Noch ein verletzten Schalai dabei, Musiala dabei, Šeško, der nicht spielt, beziehungsweise jetzt auch verletzt ist. Das läuft nicht wahnsinnig gut. Schauen wir lieber dahin, wo es gut läuft, und zwar zur Manchester United Liga. Die Top 5. Hier sehen wir mit 75 Punkten Robert Huber, ein geteilter fünfter Platz. Und wenn wir genau reinschauen, dann sehen wir, dass hier auch sich ein bisschen was gespart worden ist. Sie das Leben, der nicht gespielt hat, Davis, der nicht gespielt hat. Dafür mit Grimaldo, Frimpong natürlich überragend. Das Mittelfeld eigentlich relativ bieder, würde ich sagen. Noch ein Jonas Wind drin, reicht aber in diesem Spieltag, am 12. Spieltag für Rang 5. Eckhard Löser und Andreas Reins leisten sich beide mit 78 Punkten den geteilten dritten Platz.
Hier haben wir eine starke Abwehr mit Grimaldo, auch ein solides Mittelfeld, aber auch nichts Überragendes und natürlich ein guter Sturm, aber auch nichts Überragendes. Bei Eckhard Löser, bei Andreas Reins, mal schauen, wie es hier aussieht. Hier haben wir auch eine solide Abwehr mit Grimaldo, ein solides Mittelfeld, aber nichts Verrücktes eigentlich. Ne? Wieder Wind mit 17 Punkten. Also insgesamt muss man sagen, war das kein Spieltag, wo man wirklich Bäume ausreißen konnte. Mit 82 Punkten Penguins auf Rang 2. Hier sehen wir eine günstige Abwehr auf jeden Fall. Grimaldo, der hier punktet, ein Mittelfeld, wo Rocco Reutz der stärkste Mann ist und mit Kane und Wind einen starken Sturm. Und dann sehen wir auf Jürgen Plewka, ich glaube, der war bei bei Classic auch gerade vorne mit dabei. Hier Spieltagssieger mit 83 Punkten. Herzlichen Glückwunsch raus an dich. 83 Punkte an so einem schwierigen Spieltag mit Kosunu, mit Frimpong. Und man muss sagen, hätte der Knoche auch noch den Elfmeter verwandelt, hätte es auch noch mal ein deutlich besserer Spieltag werden können. Solides Mittelfeld, nichts Überragendes und halt Wind auch im Sturm. Und ein Grassi auf der Bank gelassen. Nicht schlecht. Schade draus an dich zum Spieltagssieg. Und dann schauen wir kurz auf die Gesamtwertung. Stell mal fest, dass Andreas Reins von Rang 3 und Eckhard Löser von Rang 3 sich beide in die Top 5 gespielt haben. Und dann haben wir unangetastet Theo, Hadi Aya und Kai Simons vorne. Aber Kai Simons, es wird enger. 1098 Punkte. 7 Punkte noch Vorsprung vor Hadi Aya. Der nochmal 9 Punkte Vorsprung vor Theo. Der 1 Punkt Vorsprung. Schön eng vorne an der Spitze bei uns. Das gefällt mir richtig gut. Auf die Teams muss ich erstmal nicht eingehen. Die haben wir schon oft genug gesehen. Dafür gucken wir nochmal ganz kurz zu Platz 1. 4 Leute, geviertelter, erster Platz mit 95 Punkten. Schauen wir uns ganz kurz Jonas Müller an und stellen fest, dass es ja ein unfassbar kunterbuntes Team ist. Mainz. Dann haben wir Leverkusen und RB, passt, aber dann Augsburg, Darmstadt, Augsburg. Geil, mit so einem Team, Melem, Engels, Demirovic, 95 Punkte zu holen. Das gefällt mir richtig gut. Schwanschauer auf der Bank, ein Silas noch auf der Bank. Finde ich ein kreatives Team. Ich liebe kreative Teams einfach. Und dann schauen wir auf die Gesamtführung. Wir sehen, TI ist ersetzt worden oder überholt worden von Leonard Hecker, der ganze 4 Plätze gut gemacht hat. Von Rang 5 kommt Leonard Hecker. Schauen wir uns ganz kurz das Team des Gesamtsiegers an und stellen mal fest, dass hier einer maximal erfolgreich auf den VfB Stuttgart gesetzt hat. Nübel im Tor, Ulreich war noch mit dabei, aber Nübel natürlich stärker. Anton Zagadou und geil auf Stuttgart gesetzt und sich richtig schick Grimaldo, Xavi, Boniface, Openda rausgepickt. Ansonsten ein Undaf, ein Girassi, ein Stiller, Mio, Fürich, Anton Zagadou, Silas auf der Bank, ein Röhl auf der Bank, Eckloff auf der Bank. Richtig geil. Richtig geil. Ich bin mal gespannt. Ist natürlich wahnsinnig mutig. Mal schauen, wie die Stuttgarter weitermachen. Oder ob jetzt noch ein nicer Move kommt, indem man zur Rückrunde vielleicht entscheidend nochmal wechselt, ein paar Stuttgarter abgibt und auch noch auf die Mannschaft der Rückrunde setzt, falls es nicht die Stuttgarter sein sollten. Sowas gefällt mir richtig, richtig gut. Ich bin gespannt. Schreibt mal in die Kommentare oder in den Chat rein, wie bei euch der Spieltag gelaufen ist. Wie gesagt, bei mir 32 Punkte. Katastrophe, wollen wir nicht viel weiter drüber reden. Deswegen würde ich sagen, halten wir es schön kurz, halten wir es kompakt und wechseln rüber zu Part 2 vom Cooldown. Wie gesagt, Part 2, Tippspiel, 12. Spieltag und im Top-11-Spiel, 12. Spieltag. Beide Male mit Ergebnissen, wo alle, die hinten dran waren, richtig Chancen hatten, vorne ranzukommen. Aber das schauen wir uns jetzt gleich gemeinsam an. Bis dann, mach's gut, ciao, ciao.